Oh nö, nicht auf Soul Sand, das ist unfair. Nicht auf Soul Sand, das ist unfair. Nicht auf Soul Sand, das ist unfair. Okay, die Erfahrung hole ich mal trotzdem. So. Außerdem gibt es ja einen ganz einfachen Trick. Einfach springen beim Rennen. Dann springt man wenigstens, zwar hat ab und an nochmal so einen kleinen Speed-Buff. Und zwar Speed-Boost. Ups, habe ich dir jetzt wirklich da runtergeschubst? Naja, egal. Jo, aber irgendwie, ich weiß ja nicht. So wirklich erfolgreich ist diese Expedition jetzt auch nicht unbedingt, ne? Also dafür, dass ich jetzt eigentlich mit einem dicken, fetten Nether-Festungsteil gerechnet habe. Kriege ich hier einfach nur so komische Urga um die Ohren gehauen, die auch noch Feuer droppen. Vor allem, ich bin ja echt mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir mal wieder sterben. Ich meine, ich bin Stufe 17. Das kann's nicht sein. Das wird ja schon fast langweilig. Mann, der stirbt ja gar nicht eher. Also gar nicht mehr. Ich bin der antike Held. Der Held der Zeit. Ich komme, wenn sie es nicht für möglich hält. Und sie kommt, wenn ich es möchte. Dum, 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 dum. Dum, dum. Lauf weg! Gegen mich hast du eh keine Chance. Hab ich doch gesagt. So. Ups, jetzt hier nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Das wird leicht bis stark ärgerlich. Voll, guckt euch mal an, wie oft ich dann noch eine Fackel gesetzt habe. Derp, derp, Fernkampf. Haha. Habe ich die jetzt wirklich alle runtergeschmissen? Mist, tatsächlich. Das ist ärgerlich. Dieser blöde Rückstoß auf beiden Waffen. Okay, Jungs, das nächste Mal, wenn wir was verzaubern, ohne Rückstoß. Das zieht nicht so sehr. Sag mal, magst du mal bitte weggehen? Wo bist du denn jetzt? Na, komm her. Glaubst du aber, ich sehe dich nicht? Glaubst du wirklich, ne? Gott, bist du doof. War hier nicht noch irgendwo Erfahrung? Erfahrung! Erfahrung? Ja, hier. Okay. Na gut, aber dann würde ich mal so sagen, geh mal wieder zurück, ne? Ich meine, wie viele Level haben wir jetzt hier gemacht? 4? 5? Ich weiß es nicht. Dabei wollten wir das eigentlich gar nicht. Nicht, dass ich die da alle nach hinten runterkicke. Das wäre nämlich doch leicht ärgerlich. Weil auch wenn die unlogischerweise Feuer droppen, aber die bringen schon Erfahrung. Seht ihr? Die bringen richtig schön Erfahrung. So, dann essen wir jetzt mal wieder was. Damit wir auch groß und stark werden. Und dann laufen wir. Warum wir laufen? Naja, Gewohnheit. So. Weil ich glaube, wir sind hier sogar auf dem richtigen Weg nach Hause. Einfach mal mit dem Brot das Feuer ausmachen. Ist dann auch überhaupt nicht so verrußt, das Brot, so ein bisschen, ne? Nee. Überhaupt nicht. Aua! Na, ihr beiden. Vor allem, wieso lasst ihr Redstone fallen? Ich komme da nicht ganz drauf klar. Egal. Na, komm her! Na, komm! Hau ab! Döms, ich hau auf dich drauf. Jo. Wollen wir die Skorpion ärgern? Döm. Schade, der lebt ja noch. Wieso lebt denn der noch? Hey, so. Na komm, gib her. So. Guck mal, Level 20,5. Das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht, ne? Also ich meine, ich will ja jetzt nicht irgendwie so stolz auf mich sein, ne? Aber für unsere Verhältnisse, ne, ist das ziemlich gut. Muss ich ja ganz ehrlich mal so sagen. Vor allem schon die zweite Nether-Expedition, wo wir nicht gestorben sind. Da, ich guck voll gegen die Wand, ey.
Also irgendwas kann hier wirklich nicht so ganz mit rechten Dingen zugehen. Naja, egal. Dann könnten wir aber eigentlich mal eben unsere super tolle Spitzhacke hier oben mal, also unsere Diamantspitzhacke mal reparieren. Eigentlich, wo wir sowieso gerade dabei sind. Oder waren das 35 Level? Ich weiß das gerade nicht. Ha, schauen wir einfach mal. Weil ich meine, ich hänge doch wirklich so ein bisschen an dieser Spitzhacke. Ja, es waren 33. Okay, gut. Dann eben nicht. Okay, hier haben wir noch Eisen. Obwohl, hier können wir noch das Eisen mit reinpacken. Passt zwar nicht ganz, aber egal. Ach, hier haben wir noch mehr Steine. Oh Gott. Wie viele Steine wir aber wirklich haben. Und dieses komische Feuer, also, naja. Das packen wir einfach mal in die Netherkiste. Ich wollte das zwar gerade in die Alleskiste packen, aber die brennt ja ab dann. So, Heart of Fire, Burning, Burning. Okay. So, Redstone kommt in die Redstone-Kiste rein. Ist doch ganz klar, ne? So. Der Flint kommt zu Elisha. Guck ich eigentlich auch mal eben wieder. So. Dann das Leder. Das kommt in unsere Alleskiste rein. Dann der Faden. Kommt der hier rein? Ich glaube, der kommt hier rein. Ja, der kommt hier rein. Die Kiste. Kommt in die Erde rein. Warte mal. Die Kiste kommt in die Erde rein? Also das wäre jetzt meine Theorie, die es sich zu beweisen lohnt. Also ich bin mir da jetzt gerade nicht so ganz sicher, ne? Ob das jetzt so richtig war. Naja, das wird schon irgendwie irgendwo seine Richtigkeit haben. Wenn nicht in unserer Welt, dann in einem Parallel, also in der Parallelwelt und, ja. Ne? So. Hellgraue Wolle, was haben wir hier eigentlich alles drin? Steinhacke. Sortieren wir den ganzen Ranz doch einfach mal. So, 12 Eimerchen, Knochenmehl, Tintensack, Diamanten, Bücher. Mensch, guck mal. Müssen wir nur aufpassen, dass wir da keinen Bücherwurm reinkriegen. Gott, war der schlecht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, der war wirklich schlecht. Ich kann only sleep at night. Ja. Ich kann only sleep at night. Und was kannst du only? Ha? Ich kann only sleep at night. Und du, komischer Werwolf, gehst mal weg hier. So, danke. Und ihr ganzen Viecherchen. Wo geht's eigentlich hier hin? Ach ja, genau. Da war ja was. Hier war ja was. Wir hatten ja mal. Hier war ja mal. Die Fackel nehmen wir wieder mit. Sonst scheint das da noch so raus. Scheint hell wie ein Diamant. Eine wild gewordene Muschi. Haltet sie, haltet sie. Sie läuft. Oh mein Gott, eine wild gewordene Muschi. Und platsch. Doch nicht. Ach, jetzt aber platsch. Danke. Ja. Wer macht so einen Fusch? Wenn ich schon Wände baue, dann richtig. Oder reißt vielleicht den ganzen Ranz hier einfach nochmal wieder ab und, ja. Und nehmen den Berg weg. Wisst ihr was? Wir nehmen beim nächsten, nehmen in der nächsten Folge wirklich mal den Berg weg. Ja, das werden wir machen. Das werden wir einfach mal eiskalt machen. So, und was wir jetzt außerdem machen werden, ist eine Runde in die Puffe steigen. Und dabei was trinken. Oh. Ist das köstlich? Habe ich schon erwähnt? Das köstliche Lerone-Wasser. Ach ja. Frisch gezapft. Und verkorkt von der Maya Korkenfabrik. Und, ja. Gibt's nur bei mir im Fanshop zu kaufen. Für alle, die den Link brauchen, damit kann ich. Was geht hier ab? Damit kann ich leider derzeit nicht dienen, da der Fanshop leider offline ist. Es tut mir wirklich leid. Obsidian, cool. Die Viecher lassen Obsidian droppen. Echt jetzt? Ist das cool. Das gefällt mir doch mal. Das Zeug bringen wir gleich mal wieder zurück. Ich glaube, in der Alleskiste haben wir noch was, oder? Kann das sein?
Und dann können wir uns, glaube ich, nochmal eben ein paar Setzlinge schnappen. Ein bisschen Knochenmehl. Und dann werden wir hier nochmal ein bisschen die Welt bevölkern. Yay, bevölkern. Holziges? Nee. Sonstiges? Ja. So. Ja, da tatsächlich. Habe ich sogar noch Obsidian. Mensch. Damit hätte ich jetzt wirklich am allerwenigsten gerechnet. Naja, egal. So. Da was hin und da was hin und da was hin und da was hin. Da bitte nur ein, danke. Da was hin und hier was hin und da was hin und da und hier und da und blub und bli und blub und bum und bum und baum und bum und baum und bum und bum und bum. So. Bum 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 up dum bum. Bisschen breit fächern, weil der Wald hier oben soll nicht ganz so dicht sein. Deswegen nicht ganz so dicht beieinander stellen. So. Dann kann hier noch einer hin und hier und da und blub und hier und da und da und hier und da und hier und hier und da und da und hier und hier und da und da und hier und da und da und da und da und hier und hier und da und da. Da nicht. Hier, hier und da und hier. Und da und da und hier. Oh, jetzt habe ich keine mehr. Das ist, ja gut. Dann fällt das heute halt aus. So. Denkt dran. So sieht es jetzt aus. Beim nächsten Mal wird es komplett anders aussehen. Bin ich hundertprozentig überzeugt von. So, helfen da jetzt mit Knochenmehl nach? Ich weiß ja nicht. Aber ich denke mal, nö. Wir lassen's. Wir lassen's wirklich sein. Wir lassen's auf uns zukommen, wie es irgendwann aussieht. Wenn, wir das einfach mal wachsen lassen. So. Das Eisen können wir mal wegpacken. Die Stecker können wir auch nochmal wegpacken. So. Das kommt da rein, das kommt da rein. Und dann, ja. Würde ich aber mal so sagen. Entschuldigung, so, und jetzt machen wir hier weiter mit dem Let's Play Minecraft. Hey, du blöde Tür, wieso gehst du denn nicht auf, hä? Hä? Ja, ihr müsst mir verzeihen, ich habe die ganze Zeit einen Frosch im Hals gehabt. Und, ja, ich merke gerade, wie er wiederkam. Jetzt habe ich den Frosch wieder im Hals. So. Ne? Oh, ihr blöden Mistviecher. Kommt da runter. Kommst du da wohl runter? Haha. Und du genauso, du vorlaute Ente. Oh, nee, ey. Die machen mir die ganze Ernte kaputt hier. Naja, da kann man auch nichts machen. Sind halt Tiere. Die verstehen den höheren Sinn nicht. Sie verstehen uns nicht. Oder tun sie es etwa doch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass meine Katze sich... Ja, wie sage ich das jetzt am besten? Drücke ich das Ganze jetzt so leicht wissenschaftlich aus, beziehungsweise pseudowissenschaftlich? Oder lasse ich es? Denn wenn ich mich zum Beispiel mit meiner Katze unterhalte, sie antwortet. Ja, sie antwortet. Klingt zwar im ersten Moment etwas strange, ist aber eigentlich, finde ich, auf der einen Seite logisch. Denn, naja, sie hat mich als, ja, ja, als Mensch akzeptiert, wollen wir es mal so sagen. Und weiß, wer die Hosen in der Beziehung anhat. Nee, anders gesagt. Kennt ihr das auch, wenn ihr euch mit euren Haustieren unterhaltet? So, na, wie geht's dir denn? Miau. Und was hast du den ganzen Tag gemacht? Miau. Kennt ihr das? Jetzt nur mal so als Beispiel. Oh, guck mal, es wächst schon, es wächst schon. Falls ihr das kennt, ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Und wo ihr sowieso gerade dabei seid, könnt ihr dem Video einen Daumen hoch geben und favorisieren und abonnieren und teilen. Und ja.
Vergesst nicht, den Kommentar zu schreiben. Auf jeden Gott, wo kommen die ganzen Truthähne her? Die machen mir die ganzen... Die machen mir die ganzen Felder kaputt, Mann. Ich muss ja da wirklich mal was einfallen lassen. Es kann ja nun wirklich nicht sein, dass sie hier alles kaputt machen andauern. Na, bleibst wohl da, wo du hingehörst. Und das ist nicht auf diese Seite des Zauns. So. Na, Bambi, was geht? Ha? Ach, bist gar nicht Bambi. Bist Bambis Freund, wa? Ja. Ja. Bist du, wa? Ja, das sehe ich schon. So. Dim, dim. Hey! Dim, dim, badam. Aber wie gesagt, ihr könnt es ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich finde das wirklich faszinierend. Man unterhält sich mit den Tieren, beziehungsweise man sagt zu den Tieren, na los, komm mit oder whatever. Und sie tun's. Also ganz so blöd, wie man meint, können sie dann ja irgendwo doch nicht sein. Oder was meint ihr zu dem Thema? Ich bin da wirklich mal gespannt, ob ihr das Phänomen auch kennt. Also ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass ihr das Phänomen auch kennt. Zumindest wenn ihr Haustiere habt. Und ja, bin mal da auf eure Beispiele gespannt. Ja. Ja, das bin ich wirklich. Hey, du Wühlmaus, komm her. Ja, dann geh doch weg. Da-dam, dam, ba-dam, da-dam, da-dam. Da-dam, dam, ba-dam, dam-dam. Dum 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 dum. Ja, Entschuldigung, da ist es kurz mit mir durchgegangen. Ja, wird auch so schnell nicht wieder vorkommen, denn ich werde mir gleich die Stimmbänder rausoperieren lassen. Und weil ich dann noch einen ganz dringenden Termin mit meinem Chirurgen vereinbaren muss, wann wir das am besten machen, sage ich dann mal, bis dann. Es war schön, Let's Plays mit euch, beziehungsweise für euch gemacht zu haben. Und naja, ohne Stimme, wir schauen mal. Vielleicht machen wir das Ganze ja demnächst in Zeichensprache. Wird dann zwar etwas mit dem Sprech, also mit dem Spielen komisch, aber das werden wir schon hinkriegen. Spätestens in 20 Jahren, wenn man alles nur noch mit den Gedanken steuern kann. Ich wünsche euch bis dahin, beziehungsweise bis in den 20 Jahren, ein wundervolles, langes und, ja, erfülltes Leben. Findet eine Frau, gründet eure Familie, baut ein Haus, pflanzt einen Baum im Vorgarten und, ja, damit wäre es dann erstmal für mich für die nächsten 20 Jahre und wir sehen uns dann im Jahr 2033 wieder. Bis dahin!